was Katrin eben auch angedeutet hat, wir haben in Friedrichshain-Kreuzberg eben aus den Erfahrungen des letzten Jahres, kann man sagen, eine Methodik entwickelt, mit der wir jetzt, abgesehen von Personalmangel, ja, also das ist schon so, recht effizient in diesen 2 Monatsfristen arbeiten können. Und was wir jetzt gerade tun, ist, das wird ungefähr in 2 Wochen losgehen, wir werden ein Interessenbekundungsverfahren machen, wo wir dann Partner suchen, die eben als Dritte dieses Vorkaufsrecht dann ausüben. Also wir üben es aus, aber für die, ja, also die es dann quasi umsetzen. Das heißt, wir werden Partner suchen aus dem Bereich landeseigene Wohnungsbaugesellschaften, aber auch aus dem Bereich private, also zum Beispiel die Stiftung, die jetzt eben auch schon genannt worden, um dort eben für jeden Fall, den es gibt, weil es sind immer Einzelfälle, den passenden dann zu finden und auch die passende Ökonomie, sage ich mal, zu finden. Sodass wir da einfach sehr effizient werden, das ist die Idee. Da habe ich große Hoffnung, dass wir also die Quote, die ich eben schon mal dargestellt habe, dass wir die sehr stark erhöhen, dass eigentlich jeder Fall, den wir wahrnehmen könnten, dass der dann nicht scheitert an Sachen wie, wir haben, der Preis ist zu hoch, weil die Wohnungsbaugesellschaft will das nicht zahlen und so weiter. Eine Sache will ich nochmal sagen zu dem Thema, weil hier vorhin der nach dem Preis gefragt wurde, habe ich gesagt, oh, knapp unter 2000. Ja, knapp unter 2000, das ist jetzt der Vorkaufspreis quasi. Aber was die Wohnungsbaugesellschaft zahlen wollte, war ja viel niedriger. Und diesen Gap zwischen dem, was die Wohnungsbaugesellschaft zahlen wollte, was sie nämlich erwirtschaften kann aus den aktuellen Mieten, die dann nicht erhöht werden, der muss gefüllt werden. Das heißt, es ist hier im Grunde, müsst ihr euch jetzt nur mal vergegenwärtigen, weil ihr so skeptisch seid viel, ich verstehe das, ja, aber das ist eine Förderung, die dort stattfinden muss. Eine Förderung, damit die Miete unten bleibt, pro Haus, ja, damit man dieses Spekulative, was eben da in diesem Kauf passiert, wenn man das kappt. Ja, es ist nicht billig, aber es ist eben billiger als, so muss man es politisch auch argumentieren, das heißt, die Leute ja alle rausziehen und irgendwo anders mal was für sie neu baut. Und außerdem wollen wir auch diese Mischung, die hier da ist und die Lebensmittel, das Gewachsene erhalten. Das kann man eben auch sogar stellen.